ist eine Gitarre. Ja, kann man spielen. Das hat man, ne? Mhm. Schwierig, zu vielschichtig, um das einfach in wenigen Worten zu machen. Also, auf der einen Seite dreckig und grau und trist. Auf der anderen Seite auch interessant und irgendwie warm tatsächlich. Ja, auf jeden Fall. Sogar viel verändern. Ich habe früher mal gedacht, so, ich will keine Wertung geben oder keine Richtung vorgeben oder kein Statement abgeben, aber mittlerweile arbeite ich schon anders. Gerade auch in den letzten Jahren über Vergänglichkeit, dass man die Vergangenheit nicht vergessen soll. Ich habe keine Schuld daran, aber ich bin Deutscher und sollte dieses irgendwie mit in die Welt tragen, dass es andere Deutsche gibt, dass Deutschland sich verändert hat. I pick up and go a lot, it seems. So it's not like they're always going to be there. I mean, all my stuff is in storage at my friend's house. I kind of like, well, if all fails, I lose nothing and I've missed nothing. So that's how I ended up here, was just kind of spontaneous. I need to get out of Canada in North America while I can. Wilhelmshaven aufgebrochen ist sogar tatsächlich, ein bisschen geteilt. Es müssen sich mehr Pole finden, ne? Und die Stadt muss es ein bisschen fördern, damit sie die Chance haben, auch beieinander sein zu können einfach. Dafür muss man kämpfen, ne? Da bringen uns die ganzen Touristen nichts. Ich glaube gar nicht, dass es so wenig Kulturangebot hier gibt. Man muss es halt nur suchen. Und man sieht ja an dem Diskothekensterben hier seit ein paar Jahren, also die Diskos, wo wir waren, die Jugendlichen müssen auch irgendwo hingehen. Ich meine, es gibt hier immer noch Konzerte, aber vielleicht kommen auch die großen Bands oder die Bands der Jugend nicht mehr hierher, weil sie wissen, sie spielen hier nur für 20 Leuten. Also deswegen glaube ich gar nicht, dass es hier zu wenig gibt. Ich glaube nur, die müssen mehr teilnehmen, die bei den jungen Leuten fällt mir eben auf, dass die einfach viel zu schnelllebig sind. Die jungen Leute sind einfach nicht mehr bereit, ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen, um sich tatsächlich Live-Musik anzugucken. Dieses Feeling, das nimmt dir keiner. Das kriegst du nicht aus der Konserve. Kriegst du einfach.
10 Jahre vielleicht her, dass ich da irgendwie so ein Ventil gefunden habe. Also es fing halt tatsächlich an mit dieser Wilhelmshavener Perspektivlosigkeit und ich bin in einer Generation, die direkt davon betroffen war. Gemalt habe ich schon immer irgendwie, aber nie so, also so, dass ich da so noch mehr Wert drin gesehen habe. Dadurch, dass ich arbeitslos war, hat sich das dahin entwickelt, dass ich halt gedacht habe, ja nee, wenn ich mich nicht auf die Gesellschaft verlassen kann, dann muss ich halt selbst was machen. Und das hat halt tatsächlich auch gut geklappt, da habe ich gar nicht so mit gerechnet, dass das halt eine Resonanz gibt sogar. So eine Art Teufelskreis, wo man nicht mehr rauskam, man hat einfach weitergemacht. Ich bin tot schon.